Opa, ich bin ja erst 7 Jahre alt, aber der Hof ist ja schon 375 Jahre alt. Wie war das denn früher? Ja, das kann ich euch mal zeigen anhand der Bilder. Meine Lieblinge hier, 3 Stück von meinen Schätzen sind ja da, 2 sind noch in Oldenburg. So sah das früher auch. Guck mal, das ist mein Vater, das bin ich, das ist meine Schwester und das ist meine Oma. Und das war mein erstes Pony, was ich hatte, das hieß Maxi. Und dann war das so, gingen wir früher zur Fohlenschau. Das ist mein Vater, das bin ich mit kurzen Hosen, unser alter Hof. Die Pferde wurden so zusammengebunden, wie man das da gemacht hat. Guck mal an, so haben wir das gemacht. Und das ist der ganz alte Hof. Wir sind ja 1909 abgebrannt. Und vorher war das so ein richtiger alter Bauernhof mit Reitdachhaus, noch gar nicht gepflastert, die Gräben da dran. Da haben wir richtig hier in der Wildnis gewohnt. Dann hat mein Opa 1909 den dortigen landwirtschaftlichen Hof gebaut. Das sieht man ja da, wo wir auch noch wohnen. Und das ist auch so ein schönes Bild. Wir haben ja immer Pferde gehabt bei uns auf dem Hof. Und diese Pferde haben wir für die Arbeit benutzt, das waren unsere Arbeitspferde. Und das ist eine Drillmaschine, die dahinter läuft. Das sind unsere Mitarbeiter, die wir früher hatten. Das war unsere Meckfrau, die wir da haben. Unser Landarbeiter hatten wir früher mehrere angestellt. Und so sahen die Pferde aus. Das ist mein Onkel Heinz, das war mein erster Reitlehrer. Mein Vater, das bin ich. Und das sind so diese, guck mal, wie die so aussehen. Ne? Sie so alte Oldenburger, so richtig... Ja, das bin ich, ja. Also, und das bin ich. Aber die Pferde, wie die aussahen, mit dem dicken Hals und so einem runden Rücken. Und kurze Mähne. Die waren ja früher noch gezüchtet zum Ziehen. Die mussten Kraft haben vom Wagen gehen und vom Flug, ne, Emil? Und heute haben wir moderne Reitpferde. Und manche Pferde, die wurden ja auch, das waren Kaltblüter, die haben auch Baumstämme und alles gezogen. Das haben die auch gezogen, ne? Aber heute hat sich das alles gewandelt und dann haben wir früher auch unsere Pferde, das wisst ihr auch noch, bei uns im Ständer gehalten. Die wurden alle angebunden den ganzen Winter, da hatten wir auch nur ein paar Pferde. Und die kamen dann nur zur Arbeit raus, wenn wir unsere Arbeitspferde hatten. Und was ganz interessant war, wie wir früher unsere Fohlen bekommen haben. Als ich noch kleines Kind war, so alt wie ihr, da haben wir doch noch keinen Chip und sowas alles gehabt, was wir der Stute eingenäht haben. Da haben wir der Stute einen Gurt um den Bauch gebunden, haben dann eine Wäscheleine genommen, die haben wir nach oben hoch unter die Decke, da war eine Umlenkrolle und haben wir diese Wäscheleine quer durchs Haus gezogen und haben die dann im Flur vor dem Schlafzimmer von Oma und Opa haben wir einen Eimer gehabt mit Stuhl und das zeigen wir euch gleich mal. Und was hat der gemacht, der Eimer mit Stuhl? Was meinst du, Emil? Können wir gleich mal vorführen. Der Eimer mit Stuhl ist der ja auch hinten. Ja, und wenn die Stute sich hingelegt hat, was ist dann passiert? Er fällt runter. Genau, dann kam Zug auf die Leine, bumm, und dann lag das da. Das wollen wir mal zeigen, oder? Mhm. Ja. Ja, genau, super. So, und das will ich euch noch mal eben erklären. Wir haben hier früher einen Eimer gehabt, der auf einem Stuhl gestanden hat. An der Lehne war die lange Schnur befestigt. Und wenn die Stute sich dann hingelegt hat, in der Box, dann kam Zug oben über die Umlenkrolle, die Stute legt sich hin und dann hat das einmal Raps gemacht. Und dann, hier ist das Schlafzimmer, dann ist Opa aus dem Bett gesprungen und schnell rausgekommen und zur Stute gelaufen. Das war unser erster Fohlenmelder. Gut? Oder fand ihr das nicht gut, Emil? Ja. Super, ne? War viel besser als mit dem Schiff, oder? Ja. Da war jedenfalls noch Stimmung.